Hallo und willkommen zum dritten Teil. Ja, letztes Mal haben wir kurz den Lukas gemacht, wo Lukas dem Spieler sagt, er soll hier zu Markus gehen und Markus gibt nun dem Spieler die Anweisung, er soll hier in dieser Kiesgrube, die man immer wieder auffüllen kann als Spieler, die soll er bitte mal abfarmen gehen. Dafür gibt es eine Schaufel und die Schaufel, die ist ein CET-Item, was also bedeutet, die sieht nicht so aus, wie es der Spieler sonst kennt. Gut, also weiter wollten wir hier machen. Und zwar, sobald der Spieler sagt, alles klar, ich komme in wenigen Minuten wieder und er nimmt die Quest an, dann passiert das Event Markus Quest gestartet. Oder Quest Start. Quest Start ist nicht irgendein Event, sondern ein Folder-Event, was bedeutet, da passieren mehrere Sachen gleichzeitig. Und zwar brauchen wir hier einerseits, ist hier eine Region, die Region heißt Codex Kiesgrube. In der Region ist das Abbauen erlaubt. Also RG-Info Codex Kiesgrube. Hier ist Build Allow. Also hier drin kann der Spieler abbauen und bauen. Aber natürlich nur, wenn er auch der Gruppe oder dieser Region angehört. Deshalb müssen wir kurz sagen, dass der Spieler hier einmal Markus Kiesgrube oder nee, Region Kiesgrube add, was also bedeutet, wir werden einen Server-Command machen und zwar Region add Member, das ist der ganz normale World Guard-Befehl, in der Welt tot, so heißt die Codex-Welt. Und zwar die Region Codex Kiesgrube und dann wieder von dem Quest-Plugin den Player-Tag. Was also bedeutet, Region Add Member in dieser Gruppe, in dieser Region diesen Spieler. So, das passiert hier schon mal. Dann bekommt der Spieler auch noch einen Tag. Und zwar können wir den nennen Quest gestartet oder ne, Quest Start Add Tag Add Markus Quest Start. So, und das kommt hier auch noch hinzu. Also, wenn dieses Event angestoßen wird, dann wird das hier angestoßen und das hier und dann ist es auch gut so. So, da haben wir hier nämlich schon die erste Abfrage für ein Tag. Also Markus Quest Start. So, dann lassen wir das mal. Dann bekommt also der Spieler jetzt eigentlich, wird er dieser Region hinzugefügt. Er kann dann hier auch abbauen, sollte jetzt irgendwie ein Asi-Kollege von vorhin die Kiesgrube leer gemacht haben. Dann kann er sie da selbst auffüllen. Yay, auch keine Hexerei. Und ja, dann hat er die 16 Items. Jetzt wollen wir mal ganz kurz testen, ob das denn auch funktioniert. Für das muss ich kurz hier speichern. Und speichern haben wir schon. Und dann machen wir ein Reload. Perfekt. Gut, also ich komme zu Markus. Hallo, bitte komm dem Ofen nicht zu nahe. Er ist extrem heiß. Das ist so wahre Worte. Denn wir müssten erst noch den Tipp von Lukas holen. Jo, gib den Tipp durch. So, nun habe ich den. Oh, das war zu weit geportet. Und Markus sagt mir nun. Hallo Fremder! Hallo! Lukas sagte mir, dass du einen Hilfsarbeiter benötigst. Ja, das stimmt. Hast du Zeit, mir Kies zu bringen? Ich bräuchte 16 Stück. Ja, ich habe Zeit. Wo genau finde ich den Kies? Wir sehen jetzt schon, ich habe jetzt schon die Schaufel von Markus bekommen, die auch wieder speziell aussieht und Schaufel von Markus heißt. Direkt vor meinem Haus findest du eine Kiesgrube. Schaufel da das benötigte Kies und bring es mir samt der Schaufel. Alles klar, ich komme in wenigen Minuten wieder. So, nun wurde ich noch dieser Region da hinzu gefügt. Das können wir nämlich jetzt hier angucken. Info. Die Member dieser Region sind Irosvirus. Das heißt also, ich kann hier ohne Probleme abbauen. Yay! Gut. So viel dazu. Was passiert jetzt aber? Warte, ich habe das Kies noch nicht. Was passiert jetzt aber, wenn der Spieler schon mal zurückkommt? Ihn wieder anklickt, dann fängt das Ganze wieder an. Und der Spieler bekommt nochmal eine Schaufel. Das ist natürlich doof. Denn
Der Spieler hat hier jetzt Markus Quest Start, also diesen Tag hat er ja. So, und jetzt machen wir hier die Abfrage. Hä? Hier ist schon die Abfrage gewesen. Bei Markus, und zwar Quest laufend. So, wenn die Quest noch laufend ist, dafür machen wir hier schon eine Conditions. Er muss diesen Tag haben, dann kommt dieser Text. Konntest du bereits die 16 Keys aus der Kiesgrube schaufeln? Nee, andersrum, der soll hier gar keine Antwort geben. Er soll sagen, nicht vergessen, ich benötige 16 Keys aus der Kiesgrube. So. Ja, dann passiert eigentlich das. Gucken wir uns an, ob das jetzt auch wirklich passiert. Tatsächlich, nicht vergessen, ich benötige 16 Keys aus der Kiesgrube. Perfekt, gut. Also, nun wollen wir hier aber noch ein Objective reinmachen, also sprich eine Aufgabe. Der Spieler, der soll die Aufgabe bekommen, ja, etwas abzubauen. Deshalb geben wir ihm hier unten bei Markus Start, geben wir ihm jetzt nochmal was dazu. Und zwar Markus 16 Keys abbauen. Abbauen. Objective. Und dieses ist ganz einfach. Objective Start Markus 16 Keys abbauen. So, das bewirkt also, dass ein Objective startet namens Markus 16 Keys abbauen. Wir gehen zu unseren Objectives und fügen hier ein Markus 16 Keys abbauen. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz spicken gehen. Genau, also dazu brauchen wir jetzt hier eigentlich ein Block-Event. Also Block Gravel 0. Ich glaube zumindest ist es auch so. Ja, sollte. Ja, Gravel Keys. Okay. Gravel 0 muss der Spieler 16 abbauen. Genau. Dann kommt ein Event. Und zwar das Event, dass er die Quest bestanden hat. Markus 16 Keys abgebaut. So. Und dieses Event, das löst aus, dass dem Spieler der Tag entfernt wird. Also machen wir das hier. Nicht add, sondern remove. Tag, remove. Dann kommt dieser Tag weg. Gleichzeitig bekommt er aber auch einen neuen, und zwar Quest Ende. So, Tag Add Quest Ende. Also der hier entfernen, den hier hinzufügen. Das hier wird eine neue Abfrage. So, und dann soll es das auch schon gewesen sein. Perfekt. Gut, dann haben wir hier Quest Ende. Konntest du die 16 Kiesblöcke abbauen? Conditions. Der Spieler muss diesen Tag haben. Dann kommt ein Pointer, wo er sagt Quest Ende. So. Ja, hier hast du deine Schaufel. Ne, warte, hier hast du deinen Keys zurück. Quest Ende 1 oder Quest Ende 2. Wir bauen jetzt hier noch was Witziges ein. Also Quest Ende 1 ist, ja, hier hast du deinen Keys zurück. Oder hier hast du deinen Keys. Und das andere wäre Quest Ende 2. Da kann dann der Spieler bestimmen. Ja, hier hast du den Kies und die Schaufel wieder.
So, also der Spieler, der kann entscheiden, möchte er nur den Kies abgeben und die Schaufel behalten oder möchte er die Schaufel gleich mit abgeben. Gut, also, was auch immer er macht, es kommt zum Pointer. Questende 1. Also in dem Fall, danke für den Keys. Und da machen wir jetzt noch was anderes rein. Und zwar gibt es da nicht nur das Questende, sondern es gibt auch den Cheat 1. Oh, habe ich da gemacht. So, Cheat 1. Was bedeutet? Das müssen wir gleich noch einbauen. Also wenn der Spieler den Keys hat, dann wird der natürlich abgezogen und er sagt danke für den Keys. Wenn er ihn aber nicht hat, dann kommt Cheat 1. Das ist zu wenig Keys in deinen Händen. Bringe mir bitte genau 16 Stück. So, und zwar sagen wir jetzt hier, der Spieler, wenn er die Antwort anklickt, dann kommt Questende 1. Und hier machen wir eine Voraussetzung. Und zwar ist die Voraussetzung, er muss 16 Keys haben. Markus, 16 Keys haben. So, Voraussetzung. Item. Ich nenne es auf Gravel. Gravel 16. So, jetzt müsste ich aber da nochmal kurz sagen, was ist Gravel? Denn das Quest-Plugin, das weiß natürlich nicht, was Gravel ist. Heißt es einfach Gravel? Nee, es heißt Markus Gravel. So, Markus Gravel. So, ne, nun habe ich es ja gespeichert, dass hier ein normaler Keysblock ist, Markus Gravel. Das heißt also, der Spieler, der muss das hier haben. Wenn er denn das nämlich nicht hat, dann springt es automatisch zurück und sagt, okay, gib mir den nächsten Pointer, also Cheat 1. Das ist zu wenig Keys in deinen Händen. Bringe mir bitte genau 16 Stück. Ja, gut. Wenn er denn 16 Keys hat, dann Pointer, nee, nicht Pointer, dann gibt es ein Event. Events. Danke für den Keys. Und zwar Markus Questende 1. Und dann passiert schon wieder etwas. Und zwar gibt es einen Folder. Es passieren mehrere Dinge. Einerseits wird ihm. Nicht hier, ich bin hier falsch. So, hier. Genau. Und zwar einerseits passiert nun, dass er diesen Tag hier wieder wegbekommt. Also machen wir den hier hin. Nicht add, sondern del. Und hier machen wir remove. So, dann ist der nämlich weg, weil den braucht er ja dann nicht mehr. Dann müssen ihm noch die Items weggenommen werden. Also, was haben wir hier? Markus, 16 Keys nehmen. Also, der NPC nimmt Markus Keys 16 Stück. Und er gibt ihm auch gleich was. Nicht vergessen, das hier anzuschließen. Und er gibt ihm auch Markus 4 Draken geben. Give Draken 4. So, die Draken, die kennt er ja auch noch nicht. Also müssen wir hier kurz Gold nehmen und sagen, du bist Draken. Ja, korrekt. Gut, das heißt also, der Spieler, der bekommt dann auch 4 Draken. Sehr gut, und da bekommt er jetzt noch einen Tag, dass er das Ganze natürlich geschafft hat. Markus, Quest beendet. Add. Tag, add. Markus, Quest beendet. Und das ist dann auch gleichzeitig eine Voraussetzung. So, und sobald er das hat, wurde ihm hier alles weggenommen. Danke für den Keys. Hier hast du 4 Draken. Perfekt, gut. Dann kann jetzt nicht noch sein, beendet. Der Spieler, der kommt zurück und will ihn wieder ein paar Sachen fragen.
Das geht aber natürlich nicht mehr. Also sprich, wenn der Spieler die Voraussetzung hat, dass er die Quest schon beendet hat, sagt der Markus, ich habe zu tun. Komm ein andermal wieder. Perfekt. Dann sollte das eigentlich so klappen. Gut, das ist jetzt mal Questende 1. So, und jetzt machen wir noch kurz das Questende 2. So, und dafür sind wir ganz faul und kopieren das Ganze einfach. So. 2, 2. Also, du hast zu wenig Keys in deinen Händen oder aber meine Schaufel nicht dabei. Nee, warte. Entweder du hast zu wenig Kies in deinen Händen oder aber meine Schaufel nicht dabei. Komm wieder, wenn du alles dabei hast. So, das ist dann der Text, den er sagt, sobald Quest 2 nicht erfüllt wurde. Und zwar muss er jetzt hier 16 Kies haben und Markus Schaufel haben. So, diese Voraussetzung ist dann hier. Er braucht ein Item, und zwar das Item Markus Schaufel eine. Eine Schaufel, die braucht er, der braucht er. Gut, wenn er denn die beiden hat, dann kommt Markus Questende 2. Das Questende 2, das stoßen wir dann hier an. Im Prinzip ist es auch ein Folder. Also heißt, das alles, jetzt können wir hier das direkt kopieren. Er macht alles, was hier oben schon passiert. Also er löscht ihm den Tag, er nimmt ihm die 16 Keys, er gibt ihm die 4 Draken. Und was ich wirklich noch vergessen habe, er gibt ihm den Schlusstag. Also sagen wir hier, er soll jetzt das Ganze ausführen, aber noch zusätzlich soll er ausführen, er nimmt ihm die Schaufel weg. Markus Schaufel nehmen. Take Markus Schaufel 1. So, dann macht er nämlich das. Perfekt. Dann hätten wir das, glaube ich. Ja, gehen wir mal kurz testen. Reload. Das sollte funktionieren. Oh, ich habe hier noch was Neues. Markus Keys nehmen Event. Markus Take Markus Keys 16. Ah, warte. Nee, das heißt ja nicht Keys, das heißt ja Gravel. Ja, das muss man natürlich auch richtig machen. Genau. Das hat nämlich schon nicht geklappt. Alles klar, Q-Tags, Iros. Was habe ich denn schon? Ich habe. Ah ja, Quest wurde gestartet. Ich nehme jetzt das mal kurz wieder weg, weil wir haben das Objective nicht, dass wir hier drin was abbauen sollen. Warte, wir können noch hinzufügen. Wo war denn das? Hier Objective minus Notify. Dann wird der Spieler informiert, du hast 1 von 16. Gut, testen wir das auch gleich. Reload. So, und dann Q. Kurz die Hilfe angucken. Q. Tag. Iros Virus. Del. Codex. Neu. Punkt. Markus. Quest. Start. So, also ich komme hier hin, direkt neu von Lukas und sage ihm: Hallo, Lukas. Hat mir gesagt, ich kann hier arbeiten. Wo ist Key zu finden? Ich habe eine Schaufel bekommen. Alles klar. Und gleichzeitig habe ich auch ein Objective bekommen. Q, Tags, Iros. Man sieht jetzt hier, ich habe Quest Start und Q, Objective, Iros. Ich habe ein Objective. Wenn ich ihn wieder anspreche, sagt er: Nicht vergessen, ich benötige 16 Keys aus der Keysgrube. Perfekt. Wenn ich nun hier bin, ich gehe mal kurz in den Game Mode 0, einfach damit das auch richtig funktioniert. Wieso nicht? Wieso bekomme ich keinen Keys? Ist hier etwas Spezielles?
Ich muss das ganz kurz abklären. So, perfekt, herausgefunden. Es war eine Game Rule, die das Ganze blockiert hat. Das heißt, wir machen jetzt nochmal kurz einen Reload. Q, ich weiß nicht, ob ich jetzt Zeugs schon habe. Wo haben wir es? Q, Objective, Virus, Virus. Ich habe gar keine Aufgaben mehr. Okay. Q-Tags, Virus, Virus. Okay, schon Questende. Ja, okay, also eigentlich hat er es schon gemacht. Warte, wir löschen das jetzt nochmal neu. Q-Tags, Virus, Del, Codex, neu. Punkt, Markus, Questende. So, dann starten wir wieder neu. Hallo Fremder, hallo, bababa, alles klar, mache ich. Ich gehe hier hin, GM0 und baue hier ab. So, Beruf, 15 Blöcke musst du wieder zerstören, wisst? Okay, das ist vielleicht noch eine falsche Anzeige. Aber immerhin, es zeigt an, wie viele denn noch übrig sind. So, und nun kann ich nämlich auch mehr zerstören, das spielt gar keine Rolle. Aber so habe ich jetzt zumindest mal die Aufgabe geschafft. Und was passiert? Ich habe keine Aufgabe mehr und die Tags sind von, wo ist es? Sind die von Quest gestartet auf Questende gesetzt? Was das bedeutet, wenn ich jetzt zurückkomme, kann das 16 Kiesblöcke abbauen. Ja, hier hast du den Kies oder jetzt sagen wir einfach, wir sind so ehrlich, wir gehen auf die Shop zurück. So, zack. Entweder hast du zu wenig Kies in deinen Händen oder aber meine Schaufel nicht dabei. Ja, jetzt könnte es noch sein, dass das natürlich die Abfrage ist vom Schaden. Denn ja, die Schaufel, die hat einen Schaden. Was also bedeutet, wir nehmen das einfach raus. Schade, schade. Man könnte jetzt aber sicherlich noch was ein bisschen machen, aber dann machen wir das jetzt halt nicht so. Questende. Dann machen wir das hier auch weg. Gibt es nur einmal und hier auch nur einmal. Und dann gibt es hier auch diesen Event nicht. Und diese hier heißt auch nur so. Perfekt, gut. Speichern. Und Reload. Neuanfragen. Warte. Questende. Konntest du die 16. Que ah ja, okay, das gibt's ja nicht mehr. Hier Questende und das kommt weg. So. Jetzt sollte es aber auch funktionieren. Auch nicht? Wieso denn nicht? Okay, nochmal. Oh, warte. Habe ich jetzt die Tags schon bekommen? Nee, oder? Q-Tags. Virus, Virus. Nee, ich habe Ende. Questende. Markus, Questende. Wenn ja, kommt Quest. Ah, okay. Ah, okay. Hier sind zwei Sachen. Questende. Quest. Dann machen wir hier nicht Questende, sondern wir machen hier Questabgabe. Ja, geht natürlich nicht. Das darf ja nicht doppelt vorkommen. So. Dann sollte jetzt stimmen. Auch nicht. Was los? Also, Questabgabe. Baba. Text. Die Condition stimmt. Pointer, Questende. Es geht zu Questende. Ah ja, natürlich, auch da nicht. Ja, wenn ihr solche Änderungen vornehmt, dann müsst ihr immer ganz gut und überall gucken. Denn sonst funktioniert das Zeug nicht mehr. So, jetzt sollte es aber funktionieren. Konntest du die 16 Kiesblöcke abbauen? Ja, hier hast du deinen Kies. Ich schmeiße es mal kurz einfach nur, damit ihr seht, dass man hier dann nicht betrügen kann. Ich weiß mal hier so weg, dass ich nur noch 10 habe und sage jetzt, ja, habe ich. Das ist zu wenig Kies in deinen Händen. Bring mir bitte genau 16 Stück. So, jetzt haben wir wieder 19. Zack, und er zieht 19 ab. Er gibt mir 4 Draken. Danke für den Kies. Hier hast du 4 Draken. Perfekt. Q-Tags, Virus. Und jetzt habe ich noch Quest beendet. Was bedeutet, wenn ich ihn jetzt anschnacke, dann sollte er nicht Hallo Fremder sagen. Sondern er sollte sagen, beendet. Was habe ich? Quest beendet. Habe ich da hierfür keine Abfrage gemacht? Doch, habe ich. Aber nicht was. Ein Tag speichern. Q Reload. Ja, ihr seht. Kann ich hier eigentlich die ganze Quest nochmal annehmen? Soll ich nochmal buddeln gehen? Ich gehe nochmal buddeln. Ich brauche mehr. Zack. So. Komm zurück. Ah, okay. Okay, weil er sieht, dass wir das Quest beendet schon haben, sagt er jetzt, ich habe zu tun, zu ruhen. Er hat zu ruhen. Deshalb sollen wir ein andermal wiederkommen. Perfekt, gut, das war's.
Im nächsten Teil gehen wir jetzt mit dem Geld uns Bier kaufen. Bis dahin und tschö.